Wir sind auf der CP Plus 2023 in Japan und schauen uns bei Rode das neue und man kann wirklich sagen komplett neue Rode Video Micro 2 an. Dieses Video wird euch präsentiert vom ISO Color Edge CG2700S. Präzise Farben, flexible Anschlussmöglichkeiten. Für die Leute, die das erste Rode Video Micro kennen und sich die Frage stellen, was ist da neu an der zweiten Generation? Man könnte eigentlich sagen, es ist gar nicht so richtig eine zweite Generation, sondern wirklich ein komplett neues Mikrofon. Wer sich's mal anschaut, sieht schon die Formgebung komplett anders als beim ersten Rode Video Micro. Und ich habe ja gerade noch mit den Leuten gesprochen, also es entstammt rein technisch komplett neue Basis der Rode NTG-Serie, die es ja schon viel länger gibt, also größere Richtrohrmikrofone. Das heißt, hier hat man auch einen komplett neuen Designansatz gewählt, auch im Bereich Akustik, wie man das Ganze aufbaut. Ihr habt jetzt ein Deadcat und so einen Popschutzen mit dabei. Davor war es ja nur eins von beiden. Man hat auch eine komplett neue Halterung, die ein ganzes Stück, sagen wir einfach mal, steifer ist oder nicht so wabbelig wie bei der ersten Generation. Also auch da nochmal ein bisschen was angepasst. Ihr habt jetzt zwei Kabel statt einem Kabel dabei. Das Kabel, das es ja vorher schon gab, das war TRS auf TRS-Stecker. Also wenn ihr das mit der Kamera verbinden wollt, jetzt gibt es auch noch mit dazu TRS auf TRRS. Also wenn ihr das Ganze am Smartphone anschließen wollt, auch da dementsprechend nochmal ein bisschen mehr Einsatzmöglichkeiten. Also ihr seht schon, da wurde einiges verbessert. Preislich liegt man in Deutschland derzeit im Bereich so um die 90 Euro. Man kann es auch seit einigen Wochen schon kaufen. Dennoch ziemlich neues Produkt und ich dachte mal, stellen wir es euch einfach vor. Das Rode Video Micro war ja nicht zu Unrecht ein sehr beliebtes Mikrofon. Einfach sehr klein, leicht, kompakt und dazu noch ziemlich günstig. Teilweise so für knapp über 50 Euro mal im Angebot zu haben. Und schauen wir mal, ob der Nachfolger in großen Anführungszeichen die komplett neue Generation da anschließen kann. Wollt ihr einen Test hören, in dem Fall vor allem von Rode Video Micro 2, dann sagt doch mal Bescheid. Das ist ein kurzer Tontest mit dem Rode Video Micro der ersten Generation in einer Messehalle mit relativ viel Umgebungsgeräuschen. Und jetzt haben wir das Rode Video Micro der zweiten Generation ebenfalls wieder in einer Messehalle mit relativ vielen Umgebungsgeräuschen.